Hi! Heute wieder eine One-Product-Review von mir und entschuldigt nochmal, dass am Montag kein Video kam. Shania und ich sind total im Stress, gerade mit Arbeit und Ausbildung sind wir gerade voll eingespannt. Jetzt bin ich auch noch erkältet geworden, Shania auch noch und da müssen wir mal schauen, ob am Montag, ob wir das schaffen. Meine Stimme ist leicht angegriffen, wie ihr vielleicht hören könnt, aber das soll mich ja jetzt nicht abhalten. Und deswegen werde ich heute von der Balea Tint Perfection feuchtigkeitsspendenden Tagescreme eine Review halten. Und als erstes werde ich euch wie immer vorlesen, was die Creme können soll. Und dann werde ich euch noch die ersten vier Inhaltsstoffe sagen, was die machen sollen, können sollen. In der Tagespflege sind übrigens 50 ml enthalten, in der Neutrogena ist zum Beispiel aber auch 50 ml enthalten, genauso wie der Isana Young, dem Zaubercooling Gel. Also scheint eine Standardbefüllung zu sein. Ihr seht, ich habe auch noch keine Foundation drauf. Ich werde am Ende des Videos nochmal die eine Seite mich mit der Tagespflege eincremen, um zu schauen, ob die wirklich einen perfekten Teint hervorzaubert. Als erstes jetzt mal, was das Produkt können soll. Die Pflegeformel mit dem Wirkstoff Myramizel. Myramaze versorgt die Haut nachhaltig mit intensiver und langanhaltender Feuchtigkeit. Die Hautbeschaffenheit wird sichtbar optimiert, erste Fältchen werden gemildert, die Poren wirken verfeinert. Hautfeine, lichtreflektierende Mikropigmente verleihen ein sanft strahlendes Aussehen. Das Produkt ist vegan, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Und die ersten vier Inhaltsstoffe sind einmal Aqua, wieder als allererstes, Wasser, dazu brauche ich, denke ich, nichts weiter sagen. Danach kommt Glycerin, das habe ich auch schon mal in dem Video zu dem Zaubercooling Gel gesagt, das kann ich euch nochmal am Ende des Videos verlinken. Und danach kommt Dicrapylyl-Ether. So, und dazu habe ich einmal zwei Seiten. Einmal von Eucerin, da steht hautfreundliche, öllösliche Komponente mit rückfettender und glättender Wirkung. Und auf haut.de wird geschrieben, dass sie geschmeidig macht und die Haut glättet, dass der Inhaltsstoff die Haut in einem guten Zustand hält und dass es ein Lösungsmittel ist. Das heißt, löst andere Stoffe auf bzw. hält diese in Lösung. Der vierte Inhaltsstoff ist Caprylate. Das hört sich auch merkwürdig an. Dies soll ebenfalls die Haut geschmeidig und glättend machen und die Haut in einem guten Zustand halten. Also irgendwie hätte ich mir so ein bisschen mehr feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe gewünscht. Ich weiß nicht, ob die danach jetzt noch kommen, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber dafür, dass es halt eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme ist, wird mir zu viel von rückfettend gesagt. Nicht feuchtigkeitsspendend. Die Creme hat übrigens einen Lichtschutzfaktor von 15 und von innen, das kann man jetzt leider nicht ganz so gut erkennen, die schimmert so leicht lila, reflektiert die. Ich schätze mal, das sind diese Mikropigmente, von denen gesprochen worden ist. Und die Konsistenz ist auch ganz lustig. Also wenn man so reinlangt, dann ist das wie so ein Widerstand, wie so ein Gel. Aber wenn man mit dem Finger drüber geht, ist es halt schon eine Creme. Also ganz lustig. Und wenn man die auf die Haut aufgibt, ist es auch, es lässt sich sehr gut verteilen und wirkt so ein bisschen flüssig. Also ich kann das nicht so gut beschreiben. Also es ist sehr wässrig, wird es dann. Aber man merkt dieses Rückfettende, weil sie zieht nicht gut ein und hinterlässt dann halt auch so einen Glanz auf der Haut. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich habe die Creme jetzt ungefähr anderthalb Wochen getestet. Das ist noch nicht so lange. Ich kann jetzt nichts zu dem glättenden Anteil etwas sagen. Also ich habe hier auf der Stirn vor allen Dingen ziemlich tiefe Falten, aber ich glaube, da kann man schon nichts mehr tun, da hätte ich früher anfangen müssen. Sonst habe ich nicht so Lachfältchen oder so, auch noch nicht so stark. Ich finde, bei einer Creme merkt man schon in den ersten Tagen, ob man sie leiden kann oder nicht. Ich kann jetzt keine Langzeitwirkung sagen, aber mir gefällt sie so medium. Also sie tut schon das, was sie soll. Also meine Haut spannt nicht nach dem Duschen, nach dem Abschminken oder so. Und ist schon angenehm auf der Haut, aber sie hinterlässt eben Fettfilm. Das definitiv. Also wenn man sich danach schminken möchte, muss man sich auch gut abpudern. Denn es glänzt im Gesicht. Ich werde jetzt mal die eine Seite
mit der Tagespflege eincremen und dann gucken wir mal, ob die vielleicht direkt auch einen Unterschied macht vom Erscheinungsbild her von den beiden Seiten. Ich werde das jetzt mal mit dem Bildschirm machen, weil ich den Spiegel jetzt gerade gar nicht bei mir habe. Da gebe ich mir jetzt einfach nur so ein paar Flecken hin und dann schauen wir mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr etwas sehen könnt. Ich schaue doch mal eben in den Spiegel rein. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, weil ich weiß, dass ich mir da was drauf getan habe. Aber wie gesagt, es klebt dadurch, dass es halt eben schon fettig ist. Es ist definitiv nichts für eine Misch- oder fettige Haut. Und es sieht schon, ich glaube, es sieht gesünder aus, ein bisschen eben, weil es so scheint. Es macht halt einen glowy Finish, würde ich so sagen. Ja, das wird mal eine kurze Review, denn ich habe gar nichts so weiter zu der Creme zu sagen. Also, sie ist nicht, ich finde sie nicht doof, ich finde sie aber auch nicht total super. Da mag ich die von Neutrogena, die ich vorher genommen habe, wo nur noch ein ganz bisschen jetzt was drin ist, lieber, weil die wirklich feuchtigkeitsspendend ist. Bei der werde ich jetzt sehen, wie es die nächsten Wochen, Monate wird, denn ich werde sie definitiv aufbrauchen, weil so schlecht ist sie nicht. Wenn ihr Erfahrungen mit der habt, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren sagen. Und dann kommt nächste Woche von Shania eine Review über ihr Produkt am Donnerstag. Und Montag, wie gesagt, müssen wir mal gucken, weil wir beide am Rumkränkeln sind, wie weit wir das schaffen. Denn ich sitze jetzt schon ein paar Minuten und bin am Reden, aber ich merke schon, dass es leicht anstrengend ist. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Review trotzdem soweit gefallen, auch wenn sie sehr kurz war. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss!